Um das letzte Video zum Thema Document Object Model noch ein bisschen zu illustrieren, hier ein Beispiel im Browser. Ich habe ein einfaches HTML-Dokument, das nebst den üblichen Grundelementen nur eine Überschrift enthält. Ich sehe das hier im Browser. Jetzt öffne ich die DevTools. Und das kennst du, das ist der Inspector, mit dem du hier die Tags, die HTML-Elemente siehst. Und was es auch noch gibt, ist diese Konsole. Und das ist eine JavaScript-Konsole. Ich habe hier ein Command-Prompt, also einen blinkenden Cursor, der auf Eingabe wartet. Und ich kann hier direkt JavaScript schreiben. Wenn JavaScript etwas melden möchte, dann steht das ebenfalls hier drin. Also in der Regel benutzt man diese Konsole dazu, Output aus JavaScript zu generieren, um irgendetwas zu analysieren oder um Fehler zu beheben und herauszufinden, was nicht funktioniert. Ich schreibe jetzt hier zum Beispiel einmal Document. Du siehst, es gibt hier auch schon so eine Art Syntaxvervollständigung. Also egal, was ich eintippe, es wird mir vorgeschlagen, was es sein könnte. Und hier gibt es eine Vorschau auf den Wert, den eine Variable jetzt zum Beispiel haben könnte. Wenn ich Return drücke, dann bleibt hier diese Zeile stehen. Und es gibt also einen kleinen Pfeil, wenn ich darauf tippe, dann sehe ich den Inhalt dieser Variable. Du siehst, es ist hier ziemlich viel Information. Und ohne das genauer anzuschauen, klappe ich das wieder ein. Was ich jetzt versuche zu tun, ist, dass ich das Element, das HTML-Element, diese Überschrift, versuche anzusprechen. Dazu schreibe ich nicht direkt Document Query Selector, sondern ich versuche diesen Wert gleich in eine Variable hineinzuspeichern. Also ich schreibe const, um eine Variable herzustellen und dann den Namen, zum Beispiel myTitle, gleich, um den Wert hineinzutun, Document Query Selector. Und jetzt versuche ich das mit dieser Syntaxvervollständigung. Ich wähle Query Selector aus und drücke die Enter-Taste oder die Tabulator-Taste. Und dann eine öffnende Klammer, die schließende wird automatisch geschrieben. Und dann schreibe ich eine Zeichenkette, darum brauche ich Anführungszeichen. Und dann schreibe ich H1, weil das die einzige Bezeichnung ist, die ich hier zur Verfügung habe. Ich könnte, wenn es eine Klasse oder eine ID gäbe, auch die ansprechen. Genau gleich wie in CSS. Und dann drücke ich Enter. Und das ist nicht weiter schlimm, dass hier undefined steht. Aber wenn ich myTitle schreibe, wird es schon vervollständigt, weil die Konsole kennt oder der Browser kennt jetzt das. Und ich sehe hier auch eine Vorschau A1. Und wenn ich jetzt Return drücke, kriege ich hier wie vorher mit Document einen kleinen Pfeil. Und wenn ich den anklicke, sehe ich alle Informationen, die der Browser kennt, zu dieser Überschrift. Und ich habe hier von Weitem schon gesehen, First Child ist Text. Also auch dieses Element hat ein Kind und das ist dann direkt der Inhalt, die Zeichen, die da drin stehen. Es gibt ja auch eine Eigenschaft, die heißt InnerHTML, oder Eigenschaft ist das falsche Wort, ein Wert namens InnerHTML und InnerText, und das enthält dann diesen Text, den ich da drüben reingeschrieben habe. Und genau das könnte ich jetzt zum Beispiel ändern. Ich könnte sagen, myTitle.innerHTML, der Punkt dient dazu, diese hier blau ausgezeichneten Eigenschaften und Werte
anzusprechen. Also zuerst die Variable Punkt und dann der Wert, der da drin steht, gleich. Und jetzt eine neue Zeichenfolge, zum Beispiel guten Abend. Und wenn ich jetzt das bestätige, dann sollte dieser Text ausgewechselt werden, weil ich dem Browser gesagt habe, dass hier ein neuer Wert an diesem Wert einen neuer Wert zugewiesen werden soll. Und der Browser rendert jetzt dieses HTML-Element mit einem neuen inner HTML-Wert. Es gibt hier auch, zufälligerweise steht das hier oben gerade, einen Wert namens Style, der die CSS-Eigenschaften enthält, die auf dieses HTML-Element angewendet werden durch den Browser. Also ich könnte hier zum Beispiel ebenfalls schreiben myTitle.style. Zum Beispiel color gleich und dann eine CSS-Eigenschaft und ihren Wert dazu. Das muss dann ebenfalls in Anführungszeichen stehen, weil es sich um Zeichenketten handelt. Und jetzt zum Beispiel ein RGB-Wert oder ein Hexwert oder einfach ein Wort oder, weil wir Geeks sind, ein HSL-Wert. Und jetzt habe ich eine Farbe. Und all dies, was ich hier in der Konsole tue, ist natürlich hinfällig, sobald ich das Dokument neu lade. Also das ist nur so eine Art Testumgebung. Aber ich kann genau diese Dinge natürlich in Script-Tags schreiben. Und ein Fehler, den man in JavaScript gerne macht, wenn man von Python kommt, ist, dass man vergisst, const zu schreiben. Und wenn ich das jetzt abspeichere, dann steht eigentlich im HTML-Dokument Hello World zwischen diesen H1-Tags, aber sobald der Browser das Dokument geladen hat, das geht relativ schnell, wird dieses Script ausgeführt. Zuerst wird das HTML-Element H1 in diese Variable geschrieben und dann wird dieser inner HTML-Teil dieser Variablen kriegt den Wert Guten Morgen. Das heißt, dieses Hello World wird sofort geändert und gleich zu Beginn des Rendervorgangs wird der Browser hier diese neue Zeichenkette darstellen.